Vorsprung der Gleichen der Republik Srbije. Wir haben uns heute zu einem sehr schönen und wichtigen Anlass versammelt, um die Gedenktafel für den berühmten serbischen Schriftsteller, Arzt und Journalisten Radu Zaric zu erinnern. Radu Zaric weilte zweimal in Berlin und war 10 zu studieren. Er promovierte 1869 an der damaligen Friedrich-Wilhelms-Universität, der heutigen Friedrich-Universität. Deutsche kulturelle Beziehungen. Die Enthüllung der Gedenktafel für Lazar Astarević ist ein sehr wichtiges Ereignis für uns. Ich danke Herrn Wolf von Moltke, dem Eigentümer des Gebäudes, in dem Lazar Astarević in Berlin lebte, für sein Verständnis für die Bedeutung von Lazar Astarević für Serbien und die Erlaubnis, die er uns erteilte, an diesem Haus eine Gedenktafel anzubringen. Die Botschaft hat vorletztes Jahr die Humboldt-Universität kontaktiert mit der Bitte, uns die Adresse mitzuteilen, unter der Lazar Astarević während seines Studiums gemeldet war. Als wir diese erhielten, war der nächste Schritt, den Eigentümer des Gebäudes zu kontaktieren. Und nach all den Genehmigungen sind wir heute hier. Wir würdigen den Schriftsteller da, den großen Humanisten, der in seinem kurzen Leben von nur 14 Jahren unauslöschliche Spuren in der serbischen Literatur, aber auch in Medizin hinterlassen hat. Er war ein angesehener, vorbildlicher Mensch, der uns heute, den Generationen von Serben, noch immer als eine große Inspiration dient. Ich werde nicht mehr über Lazar Astarević sprechen, das wird Dr. Cidilko später machen. Ich möchte nur sagen, dass wir heute eine symbolische Zeremonie der Enthüllung organisiert haben. Aber wir werden später, vielleicht im Mai, in unserer Botschaft im Grunewald einen Empfang mit einem literarischen Abend veranstalten, an dem Dr. Cidilko uns mehr über Lazar Astarević und sein Werk berichten wird. Und wir werden natürlich die Auszüge aus seinen Erzählungen vorlesen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und ich hoffe, dass wir uns in viel größeren Zahlen in unserer Botschaft zusammen werden. Dankeschön. Ich begleite die Gedenktafel für Lazar Astarević mit großem Wohlwollen. Lazar Astarević war, wie Sie gesagt haben, ein bedeutender serbischer Arzt, Schriftsteller und Humanist, den wir hier mit Gedenken und ein Denkmal setzen. Die Tafel ist auch Zeugnis der uns verbindenden europäischen Geisteswelt zusammen mit dem Christentum, der Wertegemeinschaft Europas und der westlichen Welt ist. Grundlage der Welt. Das gerade in den heutigen Wirren beeindruckte Einigkeit und Geschlossenheit zeigt. Das Haus wurde im Jahre 1848 gebaut und ist über die Jahrhunderte zum Haus der Literaten geworden.
Neben Lazar Lazarevic haben hier Albert Lortzing, der Komponist der Opern Zar und Zimmermann und Undine, sowie Erich Kästner, der Autor von Emil und die Detektive, gewohnt. Zurzeit lebt hier die hochdekorierte Schriftstellerin Felicitas Hoppe, die 2012 unter anderem mit dem begehrten Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet wurde. Das schöne Haus steht unter Denkmalschutz und bleibt uns deshalb wohl noch lange erhalten. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft weitere Literaten anzieht, die durch Lazarevic begründete geistige Tradition fortsetzen. Vielen Dank. Also, liebe Anwesende, meine Damen und Herren, Frau Botschafterin, Frau und Herr von Bolke und Freunde, also alleinige kenne ich hier, auch also die Dame vom Auswärtigen Amt. Ich bin sehr froh, dass ich hier stehe und vor allem ich bin sehr froh, dass diese Tafel da also oben steht. Und ich weiß es zu schätzen, bin nicht die Einzige, was das bedeutet. Also nicht nur für Serbien, für serbische Kultur und Literatur, sondern auch für das, also was Sie, Herr von Montebolke, auch sehr schön angesprochen haben vorhin und was bereits schon gesagt wurde. Und vor allem, es ist Lazar Lazarevic, es ist der Mensch, der Student, der junge Mann, der Wissenschaftler, der Schriftsteller, der also somit also hier ein Zeichen bekommt. Entschuldigen Sie, mein Deutsch ist vielleicht nicht so vollkommen wie sonst. Ja, also ich bin sehr froh. Ich bin also seit Juni nicht mehr an der Humboldt aktiv tätig sozusagen. Also bin Rentnerin geworden und genieße jetzt diesen neuen Lebensabschnitt. Aber ich bin immer mit der S-Bahn hier durchgefahren und also habe mir die Charité angesehen und habe auch immer an Lazar Lazarevic gedacht. Ich weiß es auch nicht, vielleicht auch deswegen, weil eins meiner wichtigsten Arbeiten, also zur Rezeption, zu der deutschen Rezeption von Lazar Lazarevic damals in Göttingen, also sich eben mit diesem Dichter befasste. Und ich hatte große Freude, es war nicht nur Arbeit in Mühe, um eben da so ein bisschen Licht zu bringen, also in diese Thematik, sondern habe auch sehr viel Freude gehabt und habe also irgendwie Lazar Lazarevic ja als etwas mir Nahestehendes und auch etwas sehr Interessantes für mich als Literaturwissenschaftlerin, aber auch als jemanden, der in Belgrad geboren ist. Lazar Lazarevic ist in Šabac geboren, das ist etwas weiter von Belgrad. Ja, und sehr, sehr lange Zeit nun seines Lebens, ich, Lazarevic, also etwas weniger, hier in dieser schönen Stadt Berlin verbracht hat. Ich habe hier auch etwas vorbereitet, aber ich werde das jetzt nicht vorlesen. Ich werde vielleicht, weil einiges bereits gesagt worden ist, ich weise darauf hin, also was Frau Botschafterin gesagt hat, dass wir demnächst die Gelegenheit haben werden, nicht nur von mir etwas mehr zu Lazar Lazarevic oder über Lazar Lazarevic zu hören, sondern auch die Texte selber zu erleben. Also das freut mich außerordentlich und ich muss auch sagen, die Initiative der Botschaft ist etwas sehr, sehr Erfreuliches. Also das will ich auch betonen. Ich will hier nur einige Stichworte geben. Das Oeuvre, das Lazarevic, das literarische Oeuvre hinterlassen hat, ist recht schmal, wie man das so schön sagt. Es sind 9 Erzählungen, von denen 8 ins Deutsche übertragen worden sind, und zwar relativ schnell. Ne? Das die eine Geschichte nicht, aber da wird also im Moment daran gearbeitet, kann ich also so viel verraten. Und sein Nachlass also beinhaltet auch 8 Texte, also Erzählungen, die nicht zu Ende gemacht worden sind, was die literarischen Gattungen anbelangt, mit denen er sich beschäftigt hat. Das ist die Erzählung, genauer die sogenannte Dorferzählung, Seoska Pripovedka, für meine Landsleute oder diejenigen, die der Sprache mächtig sind. Das war eine der wichtigsten Gattungen des serbischen Realismus, also ausgehend des 19. Jahrhunderts. Und da hat also Lazar Lazarevic nicht nur sich an der Tradition gehalten, weil er aus einer patriarchalischen Welt kam, dessen Werte ihn sehr geprägt haben, sondern er hatte auch partizipiert an den sogenannten, wenn man Sekundärliteratur liest, neuen Menschen. Also wir wissen, also so, es ist einiges passiert.
gegründet. Es gab später auch Anarchisten und Leute, die also grundlegend was verändert wollten. Also er hatte das auch mit einbezogen in sein Werk, also diesen Aufbruch der neuen Zeit und des neuen Menschen. Und er hatte auch die ganze Perspektive etwas erweitert. Also er hatte nicht nur sehr schnell, wurde nicht nur sehr schnell rezipiert, vor allem in der slawischen Welt, sondern auch weiter. Man sprach von ihm als von neuen Turgenew. Und Turgenew ist ein Autor, der in dieser Zeit also sehr viel, sehr wichtig war überhaupt, also für Literatur und Kultur. Ja, und da ist auch Laza Lazarevic. Und ich will auch noch ganz, ganz kurz sagen, das wäre ein Thema für sich. Es wurde schon gesagt, ein bedeutender Arzt, ne, und Humanist. Also jemand, der sehr viel gemacht hat für die Modernisierung der Heilkunst in seiner Heimat. Was er zurückgegangen ist, der war zum Beispiel der Erste, der ein Mikroskop benutzt hatte, mitgebracht und benutzt hat. In Serbien hat er auch sehr viel geforscht. Es gibt auch so ein Lazarevic-Syndrom, also bei Ischias Diagnostik sehr wichtig, kann man alles nachlesen. Er hat bei vielen wichtigen Leuten studiert, also hier, also an der Universität, etwa möchte ich einen Namen nennen, das wir alle kennen, das ist also Rudolf von Virchow, ne? Also das war einer seiner Lehrer. Virchow war wohl nicht sehr beliebt in Würzburg bei seinen Studenten und später hier in Berlin, also hat sich das auch doch nicht geändert, aber er hat sehr viel gegeben, ne, fachlich gegeben, und Lazarevic hat davon profitiert. Dann Helmholtz, also das ist auch ein Name, das uns bekannt ist, der Universalgelehrte, aber auch jemand, der sich mit Sachen, die mit Medizin zu tun haben, befasst hat. Ja, und Lazarevic ist eben dann derjenige gewesen, der auch sein ganzes, auch berufliches Leben lang geforscht hatte, hat einige Fachaufsätze hinterlassen, Veröffentlichungen wissenschaftlicher Art, und also er ist der Begründer der Gerontologie, also in seiner Heimat, auch jemand, der der Psychiatrie, also als Wissenschaft, als Heilkunde einen Anstoß gegeben hat. Also ich könnte so weitermachen, aber ich höre jetzt auf, also verweise auch nochmal auf die Veranstaltung, die geplant ist, hoffe, dass sie zahlreich erscheinen mit anderen, also dass wir das ein bisschen publik machen können. Ich freue mich und ich bedanke mich, dass ich diese paar Worte sagen darf. Vielen Dank. Mogu samo da zamislim koliko je za vas ovaj trenutak uzbudljiv. Vi ste sve ovo osmislili, sproveli u delo, i kakav je sada osjećaj? Pa zaista sam presrećna da smo ovu proceduru okončali posle skoro godinu i po dana, kad smo pokrenuli inicijativu prema Humboldt univerzitetu na kome Laza Lazarević studirao, tada se zvao Friedrich Wilhelm univerzitet. Oni su nam dali adresu na kojoj je živeo kao student, onda smo kontaktirali vlasnika zgrade, gospodina von Moltkea. On nam je dao odobrenje, ali pošto je zgrada pod zaštitom države, trebalo je prikupiti razne dozvole. Naravno, procedura je postojala i u Srbiji, i nakon celog tog procesa, evo nas danas, imamo zaista veliku čast i veliko zadovoljstvo da otkrijemo spomen ploču Laze Lazarevića. Za mene su uvek ovo najemotivniji trenuci u našem službovanju i inostranstvu, da idemo tragovima naših velikana koji su studirajući u Nemačkoj, Francuskoj i Švajcarskoj donosili evropske najsavremenije ideje u Srbiju i činili našu zemlju prosperitetnijom i boljom. Mogu samo da pretpostavim koliko je za vas ovo značajno i uzbudljivo, ovaj događaj danas? Da, ono što sam upravo rekla nije nešto što sam rekla samo zbog kurtoazije ili zbog toga što je prilika takva svečana i prijatna i veoma važna, kao što je to danas slučaj, već je to zbilja tako. Mislim da je jako dobro i da je jako važno da smo uspeli
to jest da je ambasada svojom inicijativom uspela da se postavi ova ploča ovde na mestu gde je Laza Lazarević dugo živeo i mislim da je takođe isto jedan veoma dobar znak i jedan veoma lep gest i vlasnika ove zgrade koji očigledno ima razumevanja za takve stvari koje se tiču kulture, koje se tiču kulturnog nasljeđa, jer svi znamo kako je ponekad teško na nekim javnim mestima postaviti neke ploče. To znam iz iskustva kolega i drugih poznanika. Tako da mi je to veoma drago i ja se nadam da će također ono što je gospođa Janković, ambasadorka Srbije u Berlinu, najavila, dakle veče posvećeno književnom delu Laze Lazarevića biti dobro posvećeno i da će još jednom, dakle, ovde biti da će ljudi biti upoznati sa delom Laze Lazarevića koje je u svakom slučaju klasično deo kanona, bez obzira što ljudi kažu da ga vam znaju. Hvala. Hvala. Hvala.